Ob am Mount Everest, in der Tiefsee oder im Bauch von Schwangeren. Es ist praktisch überall und so schnell werden wir es nicht mehr los. Mikroplastik ist ein Problem. Für die Umwelt sowieso, aber auch für uns Menschen. Und was ist Mikroplastik überhaupt? Darum geht's in diesem Video. Das ist Plastik. Klar. Aber schauen wir mal genauer hin. Plastik besteht aus Polymeren. Das sind aneinandergereihte Molekülgruppen. Die kommen auch in der Natur vor, zum Beispiel in Panzern von Insekten oder in Haaren. Man kann diese Polymere aber auch künstlich herstellen, indem man Erdöl in seine Einzelteile zerlegt und neu anordnet. Erdöl ist also von einer schwarzen, ekligen Masse zu einem Wundermittel geworden. Dabei gibt es Kunststoffe überhaupt erst seit 100 Jahren. Dieser Herr, der deutsche Chemiker Hermann Staudinger, gilt als Begründer der Polymerwissenschaften 1920. Und erst in den 50ern ging es mit der Plastikproduktion so richtig los. Seitdem haben wir ca. 8,3 Milliarden Tonnen an Kunststoff produziert. Das entspricht einer Masse von 80 Millionen Blauwalen. Oder einer Milliarde Elefanten. Und von diesen 8,3 Milliarden Tonnen landeten 6,3 im Müll. Heute besteht zumindest alles teilweise aus Plastik. Was den Forscherinnen und Forschern aber Sorge bereitet, ist nicht das Plastik an sich, sondern das Mikroplastik. Kunststoffe werden zu Mikroplastik, wenn die Plastikteilchen kleiner als 5 mm sind. Das kann einerseits willkürlich passieren. Mikroplastik wird zum Beispiel in Kosmetikartikeln wie Peelings oder in Zahnpasta eingesetzt. Andererseits entsteht Mikroplastik durch den Zerfall von Verpackungen. Oder durch den Abrieb unserer Kleidung. Beim Waschen von Textilien können bis zu 2000 Kunststofffasern ins Abwasser gelangen. Und weil Mikroplastik so klein ist wie Staub, kann es auch durch die Luft verteilt werden. Ob am höchsten oder am tiefsten Punkt der Erde. Überall wurde bereits Mikroplastik nachgewiesen. Weil immer mehr Produkte aus Plastik hergestellt werden, gibt es auch immer mehr Plastikmüll. 11 Millionen Tonnen an Plastikmüll landen jedes Jahr im Meer. Wenn wir so weitermachen, haben wir 2050 mehr Plastik als Fische in unseren Ozeanen. Die Ozeane sind praktisch die größte Müllhalde der Erde. In 12 von 25 Fischarten, die am häufigsten gefischt werden, wurde Mikroplastik nachgewiesen. Und ein australisches Forscherteam hat die Kadaver von 250 Schildkröten untersucht. Jedes zweite Jungtier ist gestorben, weil es Plastik gegessen hat. Wir alle wissen, dass Plastik ein Problem ist, weil es unglaublich lange braucht, bis es abgebaut wird. Legosteine zum Beispiel sind praktisch unkaputtbar. Sie können im Meer bis zu 1000 Jahre haltbar sein. Zurück zum Mikroplastik. Das findet man nämlich nicht nur im Meer, sondern auch in unserem Körper. Wenn wir Fisch essen, der schon Mikroplastik in sich hat, durch Kosmetika oder durch Plastikflaschen. Klar, wir essen jetzt keine Plastikflaschen, aber diese Studie hat zum Beispiel den Einfluss von Mikroplastik durch Kunststoffflaschen bei Babys untersucht. Das Ergebnis? Babys nehmen durch das Trinken aus Kunststoffflaschen ca. 1,5 Millionen Mikroplastikpartikel zu sich. Pro Tag. Aber auch in Lebensmitteln wie Honig, Salz oder Milch hat man Mikroplastik bereits nachgewiesen. Was das mit dem Körper macht, weiß man nicht genau. Forscherinnen und Forscher gehen aber davon aus, dass gesunde Menschen den Großteil des Mikroplastiks, das durch Nahrung aufgenommen wird, einfach wieder ausscheiden, ohne Folgen. Je kleiner aber die Teilchen sind, desto ungewisser ist ihre Wirkung auf den Körper. Nanoplastik, also Plastikpartikel, die kleiner als 200 Nanometer sind, sind im Körper schwer nachzuweisen und dadurch ihre Folgen auch schwer abzuschätzen. Was ist jetzt die Lösung gegen die Unmengen an Mikroplastik? Klar, weniger Plastik verwenden. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn oft sind die Alternativen noch umweltschädlicher als das Plastik selbst. Ein Beispiel. Tauscht man ein Plastiksackerl gegen eine einfache Stofftasche, muss man die ca. 7000 Mal verwenden, damit der CO2-Ausstoß derselbe ist. Die Sache ist komplex. Es ist in Zukunft wahrscheinlich ein ständiges Abwägen zwischen Plastik und seinen Alternativen. Wie geht ihr mit Plastik um? Schreibt es uns in die Kommentare. Und bevor ihr geht, lasst uns noch ein Abo da. Ansonsten passt auf euch auf.